Dann können wir den hier rausmachen. Content kommt ja an, so. Ja, klar kommt der Content an. Somewhere over the Als alles rainbow. andere auf jeden Fall. Ja, auf YouTube ist es auch gut. Also auf Twitch habe ich auch ein paar Zuschauer, aber nicht so viele. Also das ist dann so ah, ein nee, bisschen. Würde ich auch heute auf YouTube streamen. Ja, dieser. Ja. Der eine Streamer, der YouTube streamt. Du absolut nichts zu tun hast. Ja. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mehr auf YouTube, mehr GGE streamen. Ja, einfach mal schauen. Erstmal auf jeden Fall erstmal. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Willkommen hier bei Back to Wall auf Twitch. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch in Juno. Und ja. Barrett läuft halt jetzt gerade noch fix rum. Und wir werden jetzt nachher auf jeden Fall, also um es schon mal ein bisschen zu spoilern, steht auch schon im Titel, aus Juno natürlich dann auch noch ausbrechen. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier unten runter. Und ich laufe jetzt einfach noch ein bisschen denen jetzt so hinterher. Und dann gucken wir einfach mal. Ich habe die Situation erklärt, was passiert ist. Achso, die Situation ist, dass, sieht man noch im letzten. Die Situation ist grob, dass, Cloud wurde, hat Sephiroth die schwarze Materie gegeben und ist halt mit Sephiroth quasi verschwunden. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hab wieder vergessen, ne? Ja, also da ist auf jeden Fall ein Gewinner. Gut, ich weiß schon, wo er ist. Aber das jetzt zu verraten ist halt, kann ich hier irgendwo hinlaufen? Ne, kann ich nicht. Kann ich natürlich nicht. Und, der Krater. Was halt sonst, also sonst ist da halt, ja, nicht wirklich, also, die sind dann nachher mit den, Shinra dann zusammen weggegangen, weil Claude halt, wie gesagt, weg war. Der ist dann mit Sephiroth oder mit dem, was auch immer da, mit dem, ja, was auch immer Sephiroth ist, mit dem sind ja, ist er dann halt so ungefähr abgehauen und die sind dann mit Shinra dann so ungefähr mitgelaufen, haben gesagt, juhu, wir, heizen halt ein bisschen mit dir mit. Und ja, sind jetzt halt im Shinra-Gebäude. Und im Shinra-Gebäude sollen jetzt Tifa und Barrett hingerichtet werden. Und ja, jetzt sind die halt gerade bei der Hinrichtung. Bezüglich, ich habe jetzt auch schon im Titel jetzt auch schon gespoilert. Wir lassen uns natürlich nicht hinrichten, weil wir sagen, nee, ihr könnt uns mal. Okay, das ist ungefähr der Vorfall. Heute machen wir halt nur den, denke ich mal, Ausbruch und werden danach noch ein bisschen. Vorfall, das kann passieren. Oder auch nicht den Ausbruch. Und danach werden wir Chocobo Farm gehen und dann ist. Erstmal ein bisschen chillen, wie angesagt. So. Aber kann sein, dass es eine kurze Folge wird, kann so sein, dass es eine lange Folge wird. Vielleicht gehe ich auch nochmal Into the Storm und probiere nochmal 2 Stunden lang Alexander rauszukriegen, an den ich nicht sowieso schon rausgeholt habe, aber man kann es ja nochmal probieren. Vielleicht gibt es den jetzt 2-mal. Also Scarlet, sind alle da? Dies sind die Verantwortlichen für diese Wahnsinn in der Welt. Ja. Barrett, wer zum Henker sind diese Leute? Scarlet, eure qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Ach, wie nett. Scarlet, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, das diese Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Ach ja, und bezüglich, man konnte jetzt auch schon den Meteor sehen. Also, der ist auch schon zu sehen am Himmel. Tiefer. Widerlich! Scarlet. Du warst noch nicht auf der Videosequenz. Ja doch, du konntest ihn schon sehen, also haben wir aus dem Fenster geguckt. Naja, stimmt. Scarlet. Ha, 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 ha. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Scarlet, wir fangen mit dem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an! Scarlet, Kamera hierher. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenvolle Abschiede. Stimmt, mögen die echt. Oh nein, geh nicht. Tifa, was machst du da? Scarlet, das hier ist meine Spezialgaskammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod. Steckt die da nicht langsam? Au. Ja. Wird man da nicht eher bewusstlos? Gaskammer? Ja. Oh, das ist ein Gas. Scarlet. Achso.
Scarlett sagt jetzt Schlampe! Sollte leise reden. Au, jetzt kriegt sie noch einen Schnark. Oh, Schlüssel. Das ist eine Hinrichtungsmethode in Amerika. Kann man. Echt? Ja, also in manchen Staaten zumindest. Scarlett, nun die Show kann beginnen. Ha, ha, ha. Für die Scarlett. Oh, Alarm, Alarm. Rapid ist im Anmarsch. An das gesamte Militär. Oh, stimmt, die haben die Rappen, haben die auch noch gesehen, haben die auch noch erforscht, haben auch ein bisschen was gemacht mit dem, bla 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 und so weiter und naja. Das coole Rappen haben wir noch nicht gesehen, das kommt halt. Ja, Spoiler nicht zu viel. Spoilers ich ständig. Die ganze Zeit über, bei den ganzen Folgen, schon zu Anfang hat er gespoilert. Ich hab das langweilige Rappen gesehen, was ist das nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Ja, keine Ahnung. Rappen ist ran noch an das gesamte Militärpersonal auf eure Posten. Oh nein, es ist Rappen! Boom, 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 lauft! Scarlett, hey! Los, alle! Scarlett, Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlett? Scarlett, du bist nicht abgehauen, ich bin beeindruckt. Wie ich mich fühle im Moment, Punkt, Punkt, Punkt. Scarlett, wer wird hoch? Schlafgas? Ui. Idiot! Oh, jetzt haben wir einen Kampf. Oh, Barrett hat auch einen Kampf. Uiuiui, was ist denn Barrett hier? Angriff. Ja, oh, Scheiße, er pennt auch noch. Wirft er eine Granate? Au. Oh ja, geil. Ja, lass Sid einfach schlafen. Ja, der eine ist weg. Sid ist immer am Pennen. Wie lange werft denn bitte eine Granate? Angriff. Yeah. Charakter im Spiel. Ja, guck mal, wie viel Kohle wir haben, also. Genügend Geld. Ja, ich glaube, wir brauchen 6 Schokobo-Dinger und die kosten, glaube ich, 1000 das Stück. Ja, kein Problem, kriegen wir hin. Sid, ich bin hier, um dir zu helfen. Nicht um zu helfen, ich wollte dir zu helfen schon. Warum gerade du? Gehörst du nicht zu Shinra? Warum? Nun, ich bin gegen die Todesstrafe und außerdem, ich hasse dieses Vibe. Nun aber komm, wir müssen tiefer helfen. Da ist kein Leerzeichnung dazwischen. Schweinerei. Sid, ich beobachte den Eingang. Was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt probieren, hier irgendwie jetzt hier reinzukommen. Hallo, ich komme nicht rein. Oh ja. Komm, zieh. Barrett, sie geht nicht auf. Ach, jetzt kommt hier wieder der Dingspräsident. Musik und. Heidegard, es ist Rappen! Rufus, so viele Überfälle in den letzten Zeiten, können wir was gegen machen? Heidegard, ich denke schon, Ihre Befehle? Durchs Haarstreifen, kein Grund zu fragen. Heidegard, wir versuchen es mit unserem großen Kanone. Oh, jetzt kommt die große Kanone, geil. Heidegard, Kanone laden, Kanone in Stellung, Ziel, Rappen! Oh, oh, die ist gerade raus. Naja, kommt bestimmt irgendwo wieder. Und das Internet. Jo, jetzt kommt eine richtig geile Szene. Mit der Kanone. Muss man bedenken, vor 22 Jahren, da gab es schon so eine geile,
animierte Grafik. Gut, manchmal sieht das nur so ein bisschen verpixelt aus, aber manchen Stellen auch so, Alter. Erledigt. Hallo, Olli. Die Kanonen. Die Kanone. Feuer! Uha. Jetzt knallt die aber direkt los. Uff. Ja, die hat aber was getroffen. Und nichts passiert irgendwie. Nichts passiert. Zivilsequenz verpasst. Nein. Ja, aber kannst du ja nachher noch gucken. Ich meine, das ist ja in den ersten 10 Minuten passiert. Echt traurig, ey. Ja. Ist trotzdem in den ersten 10 Minuten passiert. Wieder hochgeladen auf YouTube. Rufus, haben wir getroffen? Heidegard, scheint so. Heidegard oder was ich was. Weapon kommt näher. Das kommt genau auf uns zu. Geschwindigkeit 50 Knoten. Heidegard, das ist unmöglich. Wir haben es voll erwischt. Ja. Rufus, was ist mit den Kanone? Heidegard, keine Ahnung. Wir müssen nachladen. Dann nimmst du lange andere Waffen. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschütze laden. Ziel Weapon. Lasst es nicht landen. Oh, da kommt aber was Großes. Ein Hai. Tudum, tudum, tudum. Da siehst du also mal wieder die Waffe. Jetzt erst, okay. Nee, vor, gerade eben kam die Kanone. Oh. Hier hast du die große Kanone, hast du verpasst, ja. So, jetzt, the Weapon kommt jetzt, flattert jetzt gerade noch freudig in der Gegend rum. Ja, die Kanone kommt jetzt nochmal. Nee, dann die Kanone, war es gerade 70 Knoten, jetzt schießen die alle nochmal wieder. Ja, und die Kanone auch. Die haben gesagt, die Kanone müssen die erstmal nachladen. Ja, komplett. Wieso spoilerst du und alles sowas? Ach, na gut, da können die Leute sagen, juhu, Kanone nochmal. Kanone. Voll der Tsunami dazu. Wie heißt die Kanone? Ach, wo ist echt nicht, wenn die Kanone heißt? The Ray. Ah, okay. Au, direkt gegen die, gegen das Tor gehen. Bumm, au. Oh nein. Tiefer Gas. Barrett, Hilfe. Barrett, halte die Luft an. Halte die Luft an, solange du kannst. Spinnst du, ich kann sie nicht ewig anhalten. Barrett, Mist. Los, na, kann er nicht. Okay, jetzt müssen wir hier, komm. Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt. Zit, wir brauchen einen anderen Plan. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Tifa, ich werde dir helfen, versprochen. Ja, dann gehen wir mal. Oh nein, ist die Tür da auch zu. Oh nein, auch hier ist zu. Skala Dummköpfe. Nun ist die Kleine nicht mehr zu retten. Scarlett, hahaha. Barrett, verdammt. Sid, okay. Nun zu Plan B. Lass uns zum Flughafen rennen. Warum zum Flughafen? Und tiefer zurücklassen? Sid, vertrau mir. Wir haben eine Chance. Wo ist denn der Flughafen? Ich denke mal gerade außen. Das funktioniert jetzt nur. Wo gehst du hin? Zum Flughafen geht es in die andere Richtung. Okay, hä? Hier hin? Anscheinend war hierhin richtig. Nein, aber hierhin war auch falsch. Ah, okay. Ich habe zweimal probiert und beides falsch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, so können wir wieder kämpfen, wieder klappen, ja. Verprügeln. Wer ist er denn?
Angriff. Ah ja, schon ein bisschen was gebraucht. Ja, egal. Wir können den stärksten Angriff im ganzen Spiel. Mit einem Schlag können wir jeden entgegen und siegen. Echt, das Hit? Ja. Krass. Der Katze, diese fette Katze da. Auch nur, wenn er sein Limit hat oder nicht. Was? Nur, wenn er sein Limit hat oder nicht. Ja, genau. Krass. Hat Barret aber erstmal sein Limit. Kugelhagel. Oh, der tut weh, glaube ich. Ja. Barret müsste sich daher nochmal healen. Ja, ganz in aller Ruhe. Ja, da ist ja auch Dings. Oh, da sind noch zwei Leute. Juffi war da auch gerade. Ach, mach doch regenerieren einfach. Immer schön weiter drauf. Immer schön weiter drauf. Hau da mit dem Schwert auch zweimal rauf. Alter, was ist das denn für einer? Aber nochmal zweimal in der Herklopprügel, ne? Oh, ist er kaputt. Ich glaube, bin auf YouTube werde ich bestimmt deswegen wieder gesperrt. Ich kämpfe mit denen und die laufen ja trotzdem noch weiter. Ich weiß, du bist in... Eile, aber darf ich was fragen? Wer wird Schnauze? Ich hab's eilig. Haha. Mach nicht so einen Krach. Ich bin Juffi. Juffi. Was zum Henker? Was machst du hier? Oh, da kommt Rappen an. Dann müsste die Welle nicht größer sein? Falsch war. Ja, normalerweise glaube ich, müssen die Welle auch. Die Welle müsste schon fast das relativ viel vom Land da eingepackt noch näher. Juffi, das erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir zum Flughafen. Immer weiter. Ich weiß ja, wo der Flughafen ist. Da. Ja. Ich lauf mal hin. Lalalala. Du bist sogar Juffi noch. Jetzt können wir ja nicht richtig Gas geben. Macht so keinen Sinn, ne? Wie will der tiefer von da aus retten? Erklär mir das mal. Ja, das machen wir. Oh ja. Immer schön mit Angriff. Wieso hat sie Wurf? Was ist denn Wurf? Kannst du Items werfen. Wow. Ich greife einfach an. Nein, nicht. Ja, mach ich mal zum Zwerg. Misserfolg. Oh nee, oh, hat doch Erfolg. Ja geil, jetzt macht er keinen Schaden mehr. Ah. Hier knuffig, jetzt macht er nur noch einen Schaden immer. Voll Sinn. Zwerg hat voll Sinn gemacht. Richtig Sinn, Alter. Ifri plus 1, yeah! Bist du sicher, dass der Weg stimmt? Das ist eine Sackgasse. Zit, ups.
Bin ich falsch abgewogen? Du Schwachkopf, was zum machen wir jetzt? Bald werden sie uns haben. Tja, den Rückweg muss ich frei haben, Partner. Bewege Arme und Füße und versuche dann, den Kopf aus dem Stuhl zu rauszubekommen. Menü Kopf, Wechsel, Arm. Du musst jetzt erst so mit nach vorne rutschen. Das muss ich ja erstmal mit. Einmal Beine. Einmal Beine. Jetzt muss ich. Nochmal Beine. Nee, jetzt. Beine und Kopf gleichzeitig. Nein, vorher muss ich. Beine und Kopf gleichzeitig. Ich bin die Komplettlösung. Aber Beine und Kopf gleichzeitig. Beine und Kopf gleichzeitig. Menü und Abbruch, okay. Okay. Jetzt muss ich, Rechte Hand im Kopf gleichzeitig. Kopf und rechter Arm, ne? So, warte. Ja. Ah, ich hab's. Und mit linker Hand, rechter Arm. Mit welchem Knopf kann man das Gas abstellen? Gar nicht, von draußen. Achso, kann man die gar nicht abstellen? Ich hab grad irgendwas gedrückt. Boom, passiert nichts. Boom, boom. Doch, das Gas wurde abgestellt, aber ich komme nicht raus. Aha. Hier raus! Tiefer aufmachen! Ah, toll, komm nicht raus. Oh! Oh, jetzt kommt eine Filmsequenz. Hallo, wer bist du denn? Na, du auch hier? Oha. Was ist das denn für ein Strahl? Okay, ja. Dankeschön. Oh, jetzt hat er einen. Hat einen in die Fresse bekommen, ja. Das ist aber nicht, ob ihn das jetzt erledigt hat. Skal. Was würdest du tun? Hey. Öffne das. Tiefer. Erst steckt ihr mich in diesen seltsamen Loch und dann erzählt ihr mir. Ich soll rauskommen, entscheidet euch. Jetzt geht sie raus. Ja, muss ich irgendwo hier hin, durch hin. Runter. Weiter zur Schütze laufen. Ja, immer runter gehen. Ah, jetzt kommt das Schwellnetzgabel. Stimmt, war ja gar nicht auf dem Berg. Oh, ist einer runtergefallen. Oh nein. Der Arme ist einfach runtergefallen. Ui, ist ja auch mit Rollage verbüllt. Komm ich eben weiter.
Jetzt muss ich auf die Kanone laufen, ne? Ja. Ich habe keine andere Wahl, ich muss auf die Kanone laufen. Dadum, dadum, dadum. Lauf, lauf. 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 Bis ganz nach Ende zur Kanone. Yeah, bis nach Ende. Bis zum Ende. Oha. Scarlett, hier endet unser kleines Versteckspiel. Die Hinrichtung mag ja daneben gegangen sein, aber dein Tod durch einen Sturz aus dieser Höhe ins Wasser könnte trotzdem aufregend werden. Au. Oh. Scarlett, hochnäsig bis zum Schluss. Hör auf, mich zu schlagen, du alte Trampel. Ah ja. Ja, schlag zurück. Und immer draufschlagen. Immer draufschlagen. Komm schon, jetzt nochmal. Hör auf. Hör auf, selber. Ja, komm, hör auf. Nein, komm, schlag nochmal. Ah, kacke. Scarlett, schafft sie fort. Leute, wieder. Scarlett, jetzt wird es Zeit, offene Rechnungen zu begleichen. Ich lass dich fallen, wenn du nicht stillhältst. Scarlett, ha, 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 ha. Läuft. Ja. Lauf zum Ende der Kanone. Ja, jetzt kommt so eine Sequenz jetzt. Ja, yeah, und jetzt auch nur reinspringen. Hat's jetzt wieder der. Kommt ein Seil. Eine letzte Idee? Ich weiß gar nicht, ob es schon. Uff. Halt dich auch fest. La, hoch damit. Yay, jetzt haben wir auf jeden Fall. Nee, die kommt erst noch. Na, ich glaube, kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Du findest auf der zweiten Seite den schwarzen Gestank. Aber wo bist du da wieder? Ja. Krass, wird sie einfach gerettet. Wird alles okay? Tiefer, meine Wangen tun etwas weh. Ja, so ein bisschen. Der klatschen lassen? Ja, ja, gut, da habe ich auch ein paar klatschen lassen, immer wieder gegenseitig hin und her. Zack, zack, zack. Du hast nicht gewonnen, oder? Nee. Ach, das Sigi schreibt 3,14 Liter, keine Ahnung was. Ja, 3,14 könnte ich. Tiefer, vergiss es, was soll das Ganze? Tja, ich kümmere mich später um die Einzelheiten. Jedenfalls gehört uns jetzt das Luftschiff Hightwind. Okay. Luffy. Uff, Uwaks. Luffy, nun bin ich froh, dass du in Sicherheit bist. Ich bleib etwas länger hier oben. Oh, ich dachte schon, Luffy wird seekrank. Hier ist das Cockpit, hier ist Operation. Ich kann hier übrigens mit den Typen kannst du speichern. Ja. Entschuldigen Sie, sprechen Sie mit dem Captain. Ne, mit dem. Nee. Stimmt, kann ich. Kannst du dein Team ändern? Hier kann ich speichern oder was? Ja, bei dem Typen rechts. Habe alle Hände voll zu tun. Schieß los, in Luft. Kann man wohl doch noch nicht, erst wenn du nee. Schon. Ne, erst wenn man damit. Okay. Mann. Komm denn hier längs? Ja, hier war für Chocomo, genau. Ja, jetzt muss ich glaube ich erstmal in den Luftschiff rein, muss ich mich mit einer Runde mit dem Piloten unterhalten, ja. Und dann. Koppel war hier, also.
Verdammt, warum hast du nicht gesagt, dass du einen Luftschiff steuern kannst? Barrett, ich dachte, Tifa sei für immer verschwunden. Tut mir leid, aber ich muss den Feind irgendwie täuschen. Kommt schon, alle warten. Alle sind hier? Ja, nur Cloud nicht. Aha. Freunde. Ey, als wenn die Leute das nicht wissen, noch von der letzten Folge. Freunde. Ja. Sid, willkommen in meinem Luftschiff, die High Wind. Sid, was los? Zeig mehr Begeisterung. Red, Sid, Punkt, Punkt, Punkt. Sid, hey. Tifa, wenig Leute. Sid, nun, es gibt eben alles Mögliche. Okay, na gut. Sagt Barrett. Warum machst du denn so ein trauriges Gesicht? Warum ist sie wohl traurig? Oh, Vincent ist auch da, na, Vincent? Vincent, ich bin so froh, dass es dir gut geht, Tifa. Was sagt Red? Deutest du damit an, dass wir ohne Claude nicht stark genug sind? Glaubst du, wir können den Planeten nicht retten? Tifa, der Meteor kommt und die Rappen wüten. Bei solchen Dingen weiß ich nicht, was ich tun soll. Tifa, wirklich nicht. Barrett, reiß dich zusammen, Tifa. Komm, lass uns nachdenken. Wir können nicht mehr einfach abspringen. Tifa, wenn Claude doch nur hier wäre, dann wäre alles okay. Claude würde sich auf seine freche Art hinstellen und sagen... Tifa, alles unter Kontrolle. Tifa, 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 Tifa. Tifa, nee, Barrett, Tifa, seit wann bist du denn so ein Schwächling geworden? Ach Mann. Tifa, tut mir leid, Barrett. Ich bin auch irgendwie geschockt. Ich bin so deprimiert. Barrett und Tifa, wir dachten alle, dass es Claude war, weil... Ich weiß... Deshalb will ich hier sicher gehen. Darum muss ich ihn nochmal sehen. Ja, dann lass uns doch mal losfliegen hier, ne? Sid, ich will, dass du weißt, dass ich keine Abneigung gegen ihn hatte. Aber ich muss sagen, er war ein komischer Typ. Immer wenn du dachtest, er sei cool, tat er was verdammt Idiotisches. Und wenn du dachtest, er sei gerissen, zeigte er, wie wenig gesunder Menschenverstand er besaß. Ja, ja, manchmal. Alles in allem war von seiner Bewegung bis zu seiner Sprache war irgendwie seltsam. Jetzt im Nachhinein verstehe ich, warum er so war. Tja, wenn du am Leben bleibst, siehst du ihn vielleicht eines Tages wieder. Also Kopf hoch, Schwesterherz. Wieso haben wir keine Schwestern? Tifa, ich werde ihn irgendwann sehen. Sid, wenn wir rausfinden, wo er ist, bringt uns die High Wind im Handumdrehen dorthin. Red, vielleicht. Red, Claude steckt immer noch tief im Nordkrater, wo der Boden aufbrach. Tief unter der Erde begraben. Tiefer, tief in der Erde, im Lebensstrom. Red, der Lebensstrom bricht manchmal zur Oberfläche durch Risse im Meeresboden. Ich hörte, es gibt einen Ort. Red, vielleicht ist es Claude. Ja, dann müssen wir jetzt dahin fliegen, ne? Claude, Trainingslevel 3, war Captain. Tifa, entschuldige, aber ich muss diesen Hohlkopf zeigen, wie man das Flugschiff landet. Mach dir keine Sauer, dauert nur eine Minute. Oh, und Tifa, egal welches Ziel du verfolgst, du musst vorbereitet sein. Geh in dein Zimmer und bereite dich auf
unsere Operation vor. Okay, dann bereite ich mir halt auf unsere Operation vor. Rumlaufen. Operation. Ach, jetzt kann ich hier wählen, wen ich mitnehmen will. Ja, ihn nehme ich natürlich mit. Ach nein. Die sind ja auch beide, die gelevelt sind. Hatte ich schon alles Blitzarmband, weißer Umhang. Okay. Sie war ja auch schon ausgerüstet mit. Wir können auch Arbeitshandschuhe, aber der hat keine Fassung. Das ist scheiße. Materie. War sie auch voll. Er auch und er auch. Ja, der Chocmo-Köder ist drin, okay. Ja, gut. Dann jetzt hier nochmal speichern. Plaudern. Jetzt hier nochmal zwei Sterben. Wo sollen wir wählen? Ja, okay. Willst du hören, warum wir rebellieren? Ja, egal, okay. Gut, dann müsste ich jetzt ja fliegen können. Fliegen! Zit, ich hab alles. Zit, okay, du signalisierst einfach, wenn du bereit bist, mit Höchstgeschwindigkeit zu fliegen. Ja, bin ich wohl. Pilot im Training. Wir fliegen, wir bewegen uns nicht. Wir fliegen. Los geht's. So, ich mich hoch und runter. Okay, so bewege ich mich. Ui. No, yeah. Das war Giacomo. Leckt das Spiel schon wieder ein bisschen. Hier so Rocket Town. Gucken, wo ich hin muss. Du. Ja, so, hier waren wir doch auch schon. Hey, muss ich dann nicht vielleicht auf der anderen Seite? Ja, okay. Check, die muss auf die andere Seite. Alles gut. Hier war Phoenix. Hier muss einmal zur Chocobo Farm. Hier ist die Schlange. Hallo Schlange. So. Da bin ich jetzt schon mal bei der Chocobo Farm. Ab dato, übrigens hallo Oddi. Werde ich eigentlich mal auch wieder mit dem Stream schließen, weil jetzt machen wir nicht halt Chocobos, das würde jetzt alles ein bisschen länger dauern. Und das, wird erstmal, denke ich mal, off-stream dann einfach geschehen. Und wenn wir nachher dann wieder im Stream da sind, dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Chocomo. Und dann können wir auf jeden Fall auch weitermachen mit da, wo es dann auf jeden Fall weitergeht. Also ich meine, man muss ja nicht unbedingt alles langweilige vom Spiel irgendwie alles zeigen, das ist alles so ein bisschen, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, könnt auch gerne die Glocke aktivieren, gerne auf Twitch mir folgen und auch gerne überall anders auch, whatever. Und,
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, würde ich einfach mal sagen. Bis zum nächsten Mal, sagt hier die Ecto-Wolle. Das auch auf Wiedersehen sagen. Alles. Gut.